So, moin und willkommen zurück zu einer neuen Runde Enshrouded. Ja, ich hoffe, dass jetzt mal langsam irgendwie endlich mal meine Stimme und meine Erkältung langsam komplett weg sind. Wäre schön, ist zurzeit aber noch nicht. Und ja, dann gucken wir doch jetzt einmal mal, was der hier zu tun hat, zu sagen hat. Wir können herstellen. Stauraum, ja. Hätten wir, könnten wir. Machen wir. Miasma Seele, Schleim und eine mittlere Truhe. Könnten wir natürlich machen. Achso, wir könnten übrigens neue Bänke herstellen anscheinend. Steinbank. Badezimmer. Aha. Gackerchen. Eigentlich, ja. Wir hätten vielleicht wirklich mal, aber das ist mir leider dann, ja, auch schon zu spät gesagt worden, oder ja, gesagt worden auf jeden Fall auch, und ich habe es auch zu spät irgendwie selber gesehen. Leinen, 100 Steine brauche ich, oh Gott, und ein Holzeimer. Wo kriege ich denn jetzt einen Holzeimer her? So, wo kriege ich einen Holzeimer her? Achso, wahrscheinlich gleich hier von Gedönse. Du hast das Schreinerwerkzeug für mich. Perfekt. Leg es in der Nähe ab, damit ich mit der Arbeit beginnen kann. Aha. So, warte, warte, warte. Tischsäge, Brennofen. Brennofen, Tischsäge. Hm. Ah. Nee, 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 nee. Ich will es nicht löschen. Lass das mal schön sein hier. So, ah, guck mal, den kann ich das doch direkt hier so neben den stellen. Oh, jetzt fängt die da auch noch an zu schreien wieder. Jetzt möchte die auch wieder was. Ich hasse es. So, warte, 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 Tischsäge. Das nein. Das nein, das nein, das nein. Bett nein, Tisch nein. Ich brauche einen Eimer. Stühle, Bänke, Badezimmer. Türen, Fenster, Regale, Geschirr. Nee. Säune, Leitern. Geheimtüren haben wir auch noch, okay. Ich muss jetzt echt mal gucken. Kann ich hier einen Eimer herstellen? Nee, hier kann ich nur gebrannte Ziegeln herstellen. Leerer Blumentopf, 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 aber kein. Hier vielleicht? Nein. Vielleicht kann ich den gleich auch oben selber bauen. Ich weiß das noch nicht. Lass mich erstmal gucken. So, ich brauche jetzt hier Almanach für Feldfrüchte hervorragend. So, wir könnten jetzt hier eine Hühnerbrühe, Suppe, keine Ahnung, was? Pflanzen und Almanach der Pflanzen. Oh Gott, nächste, ja super. Das hier wäre für Intelligenz, das hier ist andere Nahrung. Gekochte Eier. Da brauche ich Eier und Wasser. Jetzt wäre da mal was. Dafür würde ich 40 Minuten lang. Aha, aha. Zwei Ausdauerregeneration, Gesundheit, Wiederherstellung und jetzt sieht nicht schlecht. Also Intelligenz brauche ich ja nicht. Weil ich ja eher Dings mache hier in der Kampfgedöns und so. Herstellen, hä? Flammenblut, ich bin das Klima hier noch immer nicht gewohnt. Die Dünen des Ödlands waren einst meine Heimat. Ich frage mich, was hier blühen könnte. Mit einem großen Almanach der Pflanzen und Setzlinge könnten wir fantastische neue Feldfrüchte anbauen. Ich habe meinen in dem Lager zurückgelassen, als meine Karawane vor Gefahr gefloh. Könntest du mir bitte zurückbringen? Ja, wer soll das denn sonst machen, wenn nicht ich? Ich verstehe. Es ist doch immer das Blöde, immer das Gleiche. Immer muss ich das machen. Ofen? Oh, okay, Ofen. Wenn ich den Ofen mache, kann ich das andere wahrscheinlich. Ah, dafür brauche ich auch den Eimer nach der Dings wahrscheinlich, oder? Sehr schön. Oh, jetzt hat er auch schon wieder ein Quest und die auch. Oh, nö. Ich komme mit den Quests nicht mehr nach. Herstellen.
Kleiner Rucksack. Ne, den brauchen wir ja nicht. Mittelgroßer Rucksack, Pfeile. So, da hätten wir jetzt neue Knochenpfeile. Dafür brauche ich Äste, fossile Knochen und Federn. Da ich aber so selten fossile Knochen finde, ist mir der eigentlich zu kostbar, den herzustellen. Bin ich ja ganz ehrlich. So, ach nee, Quatsch. Da. Hör mal, ich muss eine Gerbestation bauen, um Fell zu konservieren. Vielleicht hat ja jemand in den Nomadenanhöhen eine. Ich wette, das Konservieren von Fellen und Ledern ist die sonnenverwöhnten Länder viel einfacher. Ohne diese Schneestürme, an die ich gewöhnt bin. Vielleicht haben Jäger aus der Gegend ein Rezept für eine Gerbereistation. Kannst du dich mal für mich umhören? Ja, Catch immer my muss drift. ich mich umhören. Obwohl, das war da. Und was möchte der jetzt wieder, der Herr? Greetings, Flameborn. Erstellen auf jeden Fall schon mal so Gesundheitstränke. Ja, Mana-Tränke brauche ich nicht. Miasma-Tränke auch nicht. Finde ich mehr als genug. Das brauche ich, glaube ich, eigentlich alles auch nicht. Kräuter. Set brauche ich auch nicht, glaube ich. Oh Gott. Ein Alchemist ist nichts ohne seinen Kessel. Meiner ist vor langer Zeit in Flammen aufgegangen, aber unsere liebe Emily Frey hat mir neue Hoffnung gegeben. Sie erzählte von Ikora, einer bemerkenswerten Magierin aus dem Nomadenanhöhen. Sie ist wohl nicht mehr am Leben. Aber wir könnten ihren schwarzen Kessel benutzen, um einen Alchemistentisch zu bauen. Emilia Frey kann dir mehr darüber erzählen. Echt jetzt? Es wird wahrscheinlich nie aufhören zu questen. Jetzt ist die schon wieder hier. Ikora, ja, ich kenne sie. Sie ist zurückhaltend, meinte, dass andere Leute ihr die Energie rauben. Ich denke, dass sie einsam ist, aber sie ist eine Meisterin, wenn es um das Brauen von Tränken geht. Sie hat ihren Laden in Ruheblick. Ich würde gerne mal ihre Arbeiten bewundern. Angeblich kann sie mit Leichtigkeit jeden beliebigen Trank zaubern. Natürlich, natürlich machen wir noch 100.000 Sachen jetzt. So, dann. Oh Gott, Jägerin aus den Nomadenanhöhen. Lustig, dass du fragst. Meine Tante Morwena kannte die furchterregende Jägerin, groß wie ein Berg, Lupa. Wurde sie genannt. Sie rang mit Vuka, zähmte Drachen und trank auch gern mal was. Tatsächlich hat sie einmal meine andere Tante Dwin, die ältere, im Feuerrausch verprügelt. Pahaha. Dafür kann sie in den Rabenblick, Bergfried, soweit ich weiß. Hat sie das Tageslicht nie wieder erblickt? One walk at a time. Ja, wunderbar. 100.091 Millionen Quests später. Es wird schon ulkig. Ich sag euch, wie das. So. Ja, jetzt sind wir hier. Jetzt weiß ich nicht, lass mich gucken. Wir haben jetzt urplötzlich ganz viele Quests wahrscheinlich. Kleinen Moment. Ich muss mal kurz einen Schluck. So, trinken. Ja, jetzt will der Schmied natürlich auch irgendwas. Er möchte jetzt natürlich Schmiedezeug. Das ist versteckte Handwerksgeplönse. Gott, ey, das ist doch. Oh Mann. Das ist schwarzer Kessel, das ist Bitte des Schmieds, das ist Gerbestation benötigt. Das ist Greimer nach der Bla und das ist, ja, oh Gott, ich habe keine Ahnung mehr. Halt, und übrigens, einen Eimer brauche ich immer noch, fällt mir gerade ein. Können wir einen Eimer herstellen? Stauraumhake, Gleiter. Dachrinne, nee, das ist ja alles nicht das, was ich brauche. Bett, Tisch, Feuerstelle, Stühle, Bänke, Türen, Fenster, Geschirr. Meine, wo kriege ich denn den blöden Eimer her? Wenn ich das mal wüsste, ne? Oh Gott. Als Feller, nein, das auch nein. Schutthacke, Dietriche.
Schild, das und das. Warte mal, die hier ist doch, guck mal, 36, 16, 34, keine Ahnung. Bronzebarren 5, 4 Holzscheite, 5 Kohle. Aber das ist nur eine gewöhnliche. Aber nein, das will ich auch nicht. Diverses, das ist Bronzefass. Oh, ja, schön. Also schön meine ich. Man kann hier viel herstellen, aber irgendwie nicht das, was ich gerne hätte. Schmelztiegel. Ja, Schreinerwerkzeug, Kreissäge, Blätterkessel. Oh. So. Pass mal auf, mein Freund. Nein, das ist falsch. So, herstellen. Ich würde ja gerne den Wasserbrunnen bauen, ne? Wenn du mir mal erzählst, wo ich einen Holzeimer herkriege. Alter Walter. Ich muss echt gerade jetzt gucken, ne? Ich habe keine Ahnung. Das sind nur Lichtquellen. Auch kein Holzeimer. Bänke, Stühle, Feuerstelle. Wir könnten noch so ein tolles Bett hier herstellen. Endlich. Ich sage, es ist irgendwie. Aufnehmen will ich das ja gar nicht. Ich möchte eigentlich. Ein Holzeimer. Ich weiß nicht, wo ich einen Holzeimer hernehmen soll. Aber wir gehen jetzt erstmal ein paar Steine klopfen. Oder abbauen. So, sammeln. Sammeln. Oh Gott. Ich wette. Wie, das bringt auch nur drei. So, warte. Das ist, oh, das ist wieder voll blöd, ne? Man sieht wieder gar nie nix. Dann doch wieder ins Bettchen. So, wir machen bis zum nächsten Morgen Schleiferchen. Und, wo hab ich denn jetzt diesen blöden Eimer? Wo kriegt man diesen blöden Eimer her? Das ist doch. Ich weiß es nicht. Ja, wir könnten hier wahrscheinlich auch die Erdbeeren und so machen. Aber jetzt muss ich hier nochmal kurz gucken. Es kann ja nicht sein, dass die Dinger nur drei. Nee, nee, also die. Nein. Ganz ehrlich nicht. Dann machen wir das. Ich krieg ja schon aus den kleinen drei. Sollte es doch eigentlich aus den großen mehr geben, oder? Also das sind definitiv 2, 3, 4, 5, 6, 7, mehr wie 3.
Dann ernten. So, hier hätten wir nochmal Pilze. Und nochmal ein Pilz. Pilz. Aber das ist gerade echt der Hammer, ne? Ich bin echt am Überlegen, wo ich den blöden Eimer herkrieg. Holzeimer, Holzeimer, Holzeimer. Ja, ich brauchte ja ganz viel Holz, das weiß ich ja, deshalb gucke ich jetzt, ach nicht Holz, Steine, deshalb gucke ich ja jetzt gerade. Das wird jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen hier jetzt hinkriegen, ja. So, lesen wollte ich jetzt eigentlich auch nichts, nein, weil das hatten wir schon mal ganz am Anfang gelesen. Eigentlich versuche ich ja jetzt gerade nur wirklich hier Steine und das ganze Zeug zu sammeln. Ich muss dann halt mal gucken, dass wir bei Gelegenheit irgendwie das hier ein Holzeimer ist, aber naja, das ist schon ein Holzeimer, aber den kriegen wir ja nicht mitgenommen, oder? Nein, irgendwie nicht. Nicht so wirklich. Schade. Lass mal gucken, wie viele Steine haben wir denn jetzt? 97, ein bisschen wenig, würde ich behaupten. Hier wird auf jeden Fall noch ein bisschen Honig. Das mitnehmen. So. Das ist gerade echt ziemlich merkwürdig, weil ich bin echt am Überlegen, wenn wir schon mal einen Schreiner nicht den Holzeimer kriegen, wo kriegen wir ihn dann her? Irgendwo muss es doch einen Holzeimer geben. So.
So, dann haben wir jetzt, was haben wir denn jetzt an Steinen? 182, oh Gott, ja, wir machen auf dem Weg nach Hause noch die Steine, die wir jetzt kriegen und dann sollte das ja erstmal hoffentlich gut sein. So, dann weiter. Sehr schön. Ja, im Prinzip kann man Steine nicht genug haben, aber... So, ich wollte aber eigentlich hoch. So, da zurück. So. So, jetzt wollte ich aber eigentlich zurück. So fällt mir gerade auf. 276 Steine, ja, sollte vielleicht erstmal reichen. Ich weiß gerade eh nicht, was ich da jetzt mit vorhatte. Oh Gott, ey. Gut, dann. Kurz nochmal bei dem gucken. Da kann man nichts bauen, ne? Der kann nur Ektoplasma bauen und. Tische, Stühle, keine Ahnung was. Das ist irgendwie... Ja, ich wollte wieder keinen Stadtblauer, den wollte ich auch nicht. Ich will eigentlich gar kein Dings bauen, die hier eigentlich auch nicht. Stauraum. Kleine Truhe, winzige Truhe, magische Truhe. Betten. Feuerstelle. Inke, das kann's doch nie sein. Türen. Irgendwo muss ich doch. Wir gehen jetzt nochmal alles durch hier. Nee, warte. Hier kann ich auch nichts. Okay. Kann ich hier einen Eimer herstellen? Ich glaube es eher weniger. Holzsäure, Teer, okay. Was ist denn hier mit meinem Freund, dem Schmied? Können wir damit irgendwo... Mein Freund, der Schmied, ist kacke. Der baut nicht das, was ich haben möchte. Mann, Holzeimer-Zeugs. Looking good. Super toll.
So, wir könnten natürlich jetzt, wie gesagt, die mittlere Truhe bauen und dann die mittlere magische Truhe. Stichsäge, Brennofen, Stauraum. Legendär das Bett. Stroh? Okay. Wo auch immer ich Stroh herkriegen soll. Stühle, Bänke, Badezimmer, Lichtquellen, ein Türen, Fenster, Regale. Ich habe echt keine Ahnung gerade, ne? Bin ich ja ganz ehrlich. Steine habe ich, Leinen hätte ich auch, aber Holzeimer? Oh, ey. The craft takes time. Jetzt geht alles nicht und hier gibt es auch keinen Holzeimer, da kannst du mir sagen, was du willst. Jägerset könnte ich mir jetzt zwar anziehen, ja. Oder anbasteln. Scharfschützenset, okay. Nein, nein. Nein. Okay. Ja, ach so, Moment, ich sollte ja erstmal hier das Zeug vielleicht wieder wegpacken, oder? Steine hätten wir jetzt auch mehr als genug. Das Zeug da irgendwie hin, das dahin. Glühwürmchen da vielleicht mit hin. Also ich habe gerade echt keine Ahnung, wo ich einen Eimer herkriege. Vielleicht müssen wir den auch irgendwie wieder erst suchen oder so. Das ist Erde. So. Holzgedöns. Holz müsste doch hier eigentlich sein, oder? Ja, warum hat er das dann eben nicht genommen? So, ich glaube, heute war eine Folge so, ja. Aller, keine Ahnung, wir suchen mal irgendwas zusammen. Ich weiß es nicht. Heute war echt eine merkwürdige Folge. Ich weiß auch nicht. Haben wir das vielleicht als Quest oder so? Ein Eimer suchen. Die Flamme, nein. Überlebende haben wir alle. Okay, warte, ne, warte mal, jetzt habe ich irgendwie, was habe ich denn da, B? Handwerk, Rucksack, Charakter, Fähigkeiten, nein, Tagebuch, Welt, ach Mann. Ne, was habe ich denn jetzt gerade gehabt? Da, Tagebuch, genau. Also ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstehe, kriege ich Mörser, Schmied, ne? Alchemisten, Station und Labor. Hier kriege ich noch das Werkzeug. Das ist schon mal komplett fertig. Okay, dann kriegen wir gar nichts mehr, oder was? Imkerpfeife in den Ofen und das Ding kriegen wir noch. Und hier kriegen wir, anscheinend auch nichts. Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe diesmal echt keine Ahnung mehr. Wo ich jetzt diesen blöden Ofen her, ach nicht Ofen, Dings herkrieg, ne?
So, was haben wir denn jetzt hier übrigens? Wegpunkt südliche Karawane. Zu Hause Stufe 1. Ich glaube, hier müssten wir, glaube ich, hin, ne? Ich glaube, das war das Teil, wo war. Ja, das ist auf jeden Fall das Teil. So, dann sollten wir mal südliche Karawane und da ist auch noch irgendwas. Wir machen jetzt einfach mal uns hier auf den Weg. Einmal, zweimal und dreimal. So. Zum Tagebuch auf Karte markieren. Da ist doch wieder irgendwie Vulka Arena oder so. Sammeln. Räubos. Guck mal, wir haben Räubos gefunden. Noch mehr. Das ist gut. Den müssen wir natürlich jetzt erstmal hier dann verarbeiten bei Gelegenheit. Weil ich habe mitgekriegt, den brauchten wir eben. Also irgendwo habe ich gesehen, wird der... Brr, ne? Konnten wir irgendwas mit herstellen. Pflanzenfasern. Das ist schon mal gut, dass ich irgendwie immer aufpasse. Ja. Ich habe zwar nicht gewusst, wo ich ihn herkriege, aber jetzt weiß ich es. Dann geht es jetzt hier weiter. Was ist das für ein Teil? Rohrzucker. Auch sehr lecker. Nehmen wir auch mal mit. Wir kriegen hier anscheinend ganz viele neue Sachen. Das ist sehr schön. So. Rohibus und Rohrzucker. Ich weiß übrigens gerade gar nicht, wo der hin will. Ne? So, da irgendwie da unten als Wegpunkt setzen wäre 55 Meter unter uns. Möchte ich da wirklich runter? Ich weiß ja noch nicht mal, was hier oben Sache ist. Vermutlich gar nichts, aber oh Gott, da gibt's irgendwas. Wow. So, hier können wir auch direkt Sachen klauen. Irgendwie. So, hier ist zwar so ein Hulka-Gedöns, aber anscheinend Standort unten, okay. Das ist Standort oben. Hier gibt es einen Wahrsager. Der Wahrsager. Ich weiß nicht, wem der was die Wahrheit sagt, aber mir wahrscheinlich nicht. Und vor allen Dingen, ich finde die Dinger immer so blöd, die Zweihand-Dinger. Ich habe da irgendwie nie... Ich kriege das da nie gebacken. So. Sehr schön. Und unten, ja. Standort unten, wie immer. Aua! Uah. Ja. So, ich weiß nicht, was das hier ist und wie man hier eigentlich sonst hinkommt, weil... Na, hier ist sonst nichts. Oh Gott, ich glaube, den da unten müssen wir gleich erschlagen. Hm.
So, nee, ist klar. Dann haben wir das da auch gleich, ne? Dann haben wir den, machen wir den gleich kaputt. Okay. Alter, mach doch nicht sowas, ich sehe doch nichts. Warum ist hier schon wieder dunkel drin, ey? So, ja, irgendwie. Ja, aber ich sage, du kommst ja eigentlich von da oben nicht da runter, ne? Das ist. Nein, von hier unten nicht da hoch und irgendwie. Ja, es ist egal mittlerweile. Du kommst da nicht hoch und nicht runter. Aber irgendwie ist da eine Behausung. Das ist schon immer wieder so ein Ding, weil ich nicht verstehe. Aber ich muss nicht alles verstehen. Das ist in Ordnung. Ich gebe es auf, alles zu verstehen. So, 4 Meter da. Wegpunkt erreicht. So, dann, ja, Wegpunkt, ne? Zum Tagebuch. Standort WUKA auf Karte anzeigen, ja, das heißt, ich müsste jetzt... Ich muss noch 2 Seiten entdecken oder so. Und gegen den da kämpfen wahrscheinlich, oh Gott. Als ich das denn möchte oder so. Ewe. So. Ja, es sieht nicht so aus, als wenn hier irgendwas überhaupt wäre. Die Karawane ist tot. Und ich sehe schon, wir werden jetzt auch nicht gegen den Großen noch kämpfen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Weil durch unser ganzes Sammeln, Vertrödeln und Gequatsche sind wir irgendwie ein bisschen, ja. So. Sind wir ein bisschen viel abhanden gekommen. Aber das wollte ich eigentlich auch nicht. Ich wollte hier WUKA Arena. Zum Tagebuch. Südliche Karawane, okay. Ja, das müssen wir dann bei Gelegenheit mal gucken. Wie gesagt, dann machen wir heute für heute Feierabend. Ich gucke, dass ich dann jetzt die Tage wieder dazukomme. Und natürlich hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Dann wäre es schön, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Natürlich dürft ihr mir auch einen Daumen da lassen, wenn es euch nicht gefallen hat. Ja, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne noch ein Abo da. Würde mich natürlich über alles freuen. Und ja, hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich sage erstmal bis dahin. Ciao, der Falli.